Following your lead. Kann er? Beschwöre Spinnen. Ah. Make the bastard do that one! What? Nenne ich das da. Ogre wollte ich haben. I'm here. Following your lead. Sonnenlicht. Hi. What? Was zur Hölle macht jetzt gerade so viel Schaden bei ihm? War das die Flamme von Torens? I'm here. Alle auf mit dem Feuerball auf das Ding. Following your sieht gerade viel zu gut aus, um wahr zu sein. Ist der Drache tot? Der Drache ist tot. Quest abgeschlossen, seine bessere Hälfte. Ich habe herausgefunden, dass Yggdrasil von seinem Sehnzwing getötet wurde, einem Drachen. Ich habe den Drachen getötet. Eieieiei. I'm here. Grave does the last believe. So, noch ein paar Geister hier töten, die übrig sind. Okay. Nice and quiet. Noch ein Dürgern Eisenbarren. Ein Kriegsbogen für Durns. Armschienen. Schwarze Zuflucht. Da ist der Bogen, den du uns gerade hat, besser. SR-Umgehung, ja, das kannst du definitiv gebrauchen. Was hat du uns gerade? Macht und Verfassung, okay. Kleiner Erlöser ist besser, okay. Gut. I'm here. Dann bleibt ja hier nur eine Sache, nämlich rasten. Ausgelöste Immunität, immun gegen Hiebschaden. Hm. 15% Chance, energische Verteidigung. Alle Verteidigungen, wo?
Und Triumph des Kreuzfahrers. Das macht die Rüstung auf jeden Fall besser als meine, als die hier. Wie sieht's eigentlich hier aus? Ich hätte Eder ruhig die Rüstung geben können. Aber am Schluss kriegt Eder ja seine eigene Rüstung wieder. Sobald wir die legendär gemacht haben. Aber bis dahin kannst du mal die tragen, Eder. Ich hätte Alofs Robe vielleicht lieber hervorragend machen sollen. Aber gut. I'm here. Der Drache ist tot. Wir haben alles geplündert hier drin. Gucken wir uns draußen nochmal um, ob irgendwo Rastvorräte rumliegen. Und dann geht's in das Sumpfgebiet. Aber krass, dass die Flamme von Durenz das auf einmal so viel Schaden bei dem Ding gemacht hat. Ja, gut, es ist ein Eisdrache, der sollte mehr Feuerschaden nehmen, definitiv. What? Ich meine hier die reinigende Flamme. Yes? Ja, das ist ein böser Zauber. Ich sag ja ganz ehrlich, man kommt zu wenig dazu, die Zauber zu benutzen, weil das Kampfsystem in diesem Spiel halt so hektisch ist. Die Kiste habe ich geleert, gell? Ja. Ich finde es interessant, dass die Essenz immer noch da rumgammelt. Oh, jetzt ist sie weg. Als seine Essenz aus dir schwindet, spürst du, wie seine Bereitwilligkeit sich in Enttäuschung auflöst, bis nichts mehr übrig ist als die Leere eines bedeutungslosen Todes. Ja. Der arme Igardos, wie auch immer man ihn ausspricht. Also nö, hier sind keine Rastvorräte mehr. Ich könnte im Lager des Eisenpflegels nochmal nachgucken gehen. Da war, glaube ich, sogar eine Kiste mit zwei Rastvorräten.
Aber ja, ich bin froh, dass wir den Drachen jetzt besiegt haben. Ich hoffe mal, dass ich dann auch das Achievement dafür gekriegt habe. Ein reicher Adliger namens Fürst Sidrok ist in der Festung erschienen. Er bittet dich um Hilfe dabei, seine Festung gegen seine Rivalen zu verteidigen. Ja, kriegen wir hin. Und ja, ich könnte mir auch einfach Rastvorräte kaufen, aber warum, wenn ich genau weiß, dass in der Gegend noch welche rumliegen? Hier zum Beispiel. Na bingo, da sind die sogar, die zwei, die ich gemeint habe. Ganz ehrlich, bei der Kälte und Winter in Zelten schlafen ist auch nicht gerade die beste Idee. So, gehen wir nochmal zur Gießerei und gucken, ob wir da vielleicht doch noch einen Barren machen können. Nein, es fehlt genau ein Dürgan-Eisenbahn. Schade. Ach, und damit komme ich nur hoch in die Herrenhalle. Jetzt muss ich den langen Weg rausnehmen. Also, ich bin bei Alof noch auf dem Ding. Yes. Ich bin jedenfalls froh, dass wir den Drachen down haben. Dann geht es jetzt erstmal nach Ketnua, mich um den Bittsteller kümmern, dann geht es in die Sümpfe. Und dann haben wir eigentlich nur noch das Ende vor uns. Also wie man sehen kann, Weißmark ist fertig. Aufgaben haben wir auch keine mehr. Quests haben wir nur noch das Versprechen des Phylakteriums. Und dann unsere beiden Hauptquests. Wir haben uns ja noch nicht entschieden, für welchen Gott. Beim letzten Playthrough, also beim ersten Let's Play, habe ich mich ja für Berat entschieden. Rümmergrant werde ich nicht nehmen, weil ich will nicht die Seen zerstören. Und ja, Galarwen würde ich eigentlich auch ehrlich gesagt nicht nehmen. Also schwanke ich
ein bisschen dazwischen nochmal Vera zu nehmen oder Hyela dieses Mal, die Seelen der Kinder zurück in ihre Körper zu verfrachten. Jedenfalls die Kinder, die noch da sind.